Niklas Füllkrug trifft in der zweiten Minute der Nachspielzeit, dreht sich danach sofort um, rennt Richtung Trainerbank und springt Markus Anfang in die Arme. Das hätte ja so eine Art Happy End oder zumindest perfekte Pointe hinter der vergangenen Woche sein können, in der der Stürmer ja mit Clemens Fritz aneinander geraten, daraufhin aus dem Kader bzw. vom Mannschaftstraining suspendiert worden war. Ja, es gab nur diesen einen Haken, dieses Füllkrug-Tor, das war kein Siegtreffer, das war der Ausgleich, der späte Ausgleich für Werder Bremen hier in Sandhausen zum 2:2. Füllkrug hat seine Mannschaft damit mit seinem ersten Saisontor vor einer ja, richtigen Blamage hier bewahrt. Denn was Werder hier über weite Strecken auf den Rasen gebracht hat, das war alles andere als ansehnlich. Es sollte eigentlich in Richtung Wiedergutmachung gehen nach dem 0:3 von Darmstadt. Aber unter dem Strich bleibt festzuhalten, diese Mannschaft ist ja weiterhin verunsichert, schwächt sich nach wie vor durch individuelle Fehler selbst und wird in der zweiten Liga ordentlich beißen müssen, wenn sie tatsächlich oben in diesem Aufstiegsrennen nochmal mitmischen möchte. Dabei ging das richtig gut los hier in Sandhausen. Nach 12 Minuten stand schon 1:0 für Werder. Schöner Pass von Marco Friedl, Nikolai Rapp war zur Stelle, drückt den Ball über die Linie und da war die Hoffnung da, dass das der Mannschaft Sicherheit und Selbstvertrauen gibt, um hier ja in Ruhe und souverän aufzuspielen. Aber es kam dann anders. Sandhausen hatte vorher schon gute Chancen, hatte nach der Bremer Führung weiterhin gute Chancen und ist dann irgendwann durch einen Foulelfmeter zum Ausgleich gekommen. 1:1, Ex-Bremer Testroth hat sicher verwandelt und vorausgegangen war der ganze Szene ein ja, Riesenaussetzer von Lars Lukas May. Im Grunde vergleichbar mit dem Fehler von Nikolai Rapp aus Darmstadt, zumindest was die Schwere angeht. Schlechter Rückpass, Sandhäuser Spieler geht dazwischen, Michael etc. muss volles Risiko gehen, haut Aydini um, es gibt zu Recht Foulelfmeter. Ja, das stand 1:1 und Sandhausen hatte danach weitere Chancen, schon vor der Pause in Führung zu gehen. Und ja, es war für Werder fast glücklich, dass es mit diesem 1:1 dann in die Kabine ging. Und wer dann gedacht hat, naja, in der zweiten Halbzeit, da wird bestimmt alles besser, ja, der sah sich zumindest zunächst auch erstmal getäuscht. Werder war einfach zu fehlerhaft, hat sich immer wieder selber um zuvor ordentliche Ballgewinne gebracht und damit in Bedrängnis. Und ja, irgendwann war es dann soweit. Nach Fehlpass von Marco Friedl kommt Dennis Diekmeyer zur Flanke, findet Teströth in der Mitte, den ja, May hatte laufen lassen. Da stand 2:1 für Sandhausen und im Grunde hatten da alle das Gefühl, Werder geht hier tatsächlich als Verlierer vom Platz. Und das hat Markus Anfang hinterher auch gesagt, im Grunde waren wir da schon der Verlierer. Dann haben sich die Bremer aber aufgebäumt, hatten ihrerseits Chancen, hatten vorher auch einige gute Offensivaktionen in der zweiten Halbzeit. Das war dann irgendwann wirklich ein offener Schlagabtausch hier vor 7.000 Zuschauern. Und ja, Markus Anfang hat seine Mannschaft letztlich gelobt und gesagt, vieles hat mir nicht gefallen, die individuellen Fehler und da müssen wir viel dazulernen. Aber dieser Mut und diese Moral, die waren gut und dafür ist Werder tatsächlich kurz vor dem Ende noch belohnt worden. Wir haben es eingangs erwähnt, Füllkrug war es in der 57. Minute auf den Platz gekommen, in der zweiten Minute der Nachspielzeit dann ja, der Matchwinner, wenn man so will, auch wenn das Spiel dann ja letztlich nicht gewonnen wurde, wäre es fast, denn kurz danach hatte der Stürmer noch eine Riesenchance, der Ball landete da aber am Pfosten. Dann hätte hier endgültig fürs Happy End gesorgt. Und ja, so täuschte dieser umjubelte Füllkrug-Moment am Ende dann doch darüber weg, dass das kein guter Auftritt war hier von Werder und dass da deutlich mehr kommen muss. Der nächste Gegner heißt am kommenden Wochenende schließlich St. Pauli.